Was ist denn mit dieser Welt geschehen? Also, Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Geht weiter. Geht weiter! So ist das, ja. So ist das. Sehr. Ah, ihr. Danke nochmal für eure Hilfe. Ohne euch hätte die Unterstadt jetzt eine Menge Witwen und Witwer mehr. Ja, ja. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Ihr seid nicht von hier, oder? Ich hab gehört, wie ihr geredet habt. Wer seid ihr? Ihr kommt nicht von hier, das sieht man euch an. Sieh mal einer an. Und, was bringt euch hierher? Habt ihr bei all dem Schmutz keine Angst um eure feinen Gewänder? Was? Nein. Und ich weiß auch nicht, warum zum Henker ihr sie finden wollt. Jedes Kind weiß doch, dass sie verflucht sind. Und jetzt geht. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Ich bin dir gefolgt. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Es brennt. Schreitet wohl.
war als Kind einmal hier. Die Apothekarii haben mir damals einen Kanten Brot gegeben, bevor sie mich wieder auf die Straße geschickt haben. Heute wirken die Jahre hier so ewig weit weg. So viel zu tun. Es ist viel zu leicht, die Kehrseite der Medaille zu vergessen, wenn man erstmal genug Abstand von ihr hat. So viel zu tun. So, hier ist es besser. Also, ist dir der Name Dalgalar ein Begriff? Armenheiler. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dalgalar half jedem, ungeachtet seines Wohlstands. Und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Richtig, ja. Für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dalgalar wollte nicht einlenken und so kam es zu dem Bruch. Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Muss es das? Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten und irgendwann verschloss er die Tore und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik, aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dalgalar forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Bücher, seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Ja, was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Auf die Frage habe ich gewartet. Aber gut, keine halben Sachen mehr. Ich interessiere mich dafür, weil es ein Gerücht darüber gibt, was genau dieser Engel werden sollte. Ein Talisman. Und zwar einer, der es seinem Träger ermöglicht, jede erdenkliche Krankheit dieser Welt zu heilen. Selbst Fleischmaden, Gelbfieber oder den schwarzen Tod. Einfach alle. Und ich will den Engel finden, Saira. Ist es nicht offensichtlich? Weil ich Heilung will. Ja, wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass da draußen irgendetwas existiert, das mich davon befreien kann, muss ich sie nutzen. Und deshalb darf der Orden auch nicht davon erfahren. Sie würden das Artefakt konfiszieren und untersuchen, noch bevor ich herausfinden könnte, wie es funktioniert. Und was soll ich schon sagen, wenn sie mich fragen, wofür ich es benötige? Niemand darf die Wahrheit erfahren, nicht bis dieses Wesen gebannt ist. Und jetzt genug von meinen Beweggründen, Saira. Wir müssen planen, wie wir weiter vorgehen. Ja, ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne aus weist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Und danke. Es tut gut zu wissen, dass ich in der Sache nicht alleine bin. Einen Groschen, Miss Herr. Herrje, was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Es ist doch immer dasselbe mit diesen Männern. Lasst euch Zeit. Es gibt ja eh nicht so viel zu tun hier unten. Thank you.
Schreitet wohl. Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das auf seiner Glorie von... Schreitet wohl, aber immer doch. Obst, Gemüse, frisches Brot, alles frisch von der Bauernküste. Schreitet wohl. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese... Staaten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Komm zu dir, Rind zum Schafend, komm, kauf Fisch, frisch aus dem roten Meer. Was kann ich euch gut... Aber gerne doch. Kommt wieder. Gewürze, Teppiche, Exquisite. Rena Kirasch, was hat mich verraten? Ich stamme aus... Das hatte... Ich bin sehr glücklich. Gerne, Shairi. Weiter!
Schreitet wohl! Schreitet wohl! Wohin soll's... Sicher doch! Wohin soll ich euch bringen?